traurige Umstände, die die TSG Pfeddersheim und den SV Waldhof Mannheim hier heute zusammenbringen. Herr Ernst, Sie sind ein enger Vertrauter der Familie und haben daher auch den verstorbenen Cedric sehr gut gekannt. Wie ist es heute zu diesem Benefizspiel gekommen? Also ganz klar, der Cedric war ein fußballverrückter Junge, ja, hat seine ganze Kindheit mit Fußball verbracht und war ein großer Waldhof-Fan. An der Stelle habe ich gedacht, dass man die Familie an der Stelle, dass sie schon zwei Kinder verloren haben, ja, irgendwo mal unterstützen muss. Ja, oder das war meine Herzenssache, die Familie zu unterstützen, weil wir uns da sehr nahe sind. Und ich habe dann, ja, wie gesagt, was mit Waldhof Mannheim E-Mail-Kontakt aufgenommen, mit der TSG Pfeddersheim, um hier noch einmal einen ehrwürdigen Abschied für den Cedric darzustellen. Jetzt haben Sie verraten, der Cedric war auch ein großer Waldhof-Fan. Das lässt so ein bisschen erschließen, warum es auch der Waldhof sein sollte. Aber warum Waldhof gegen die TSG Pfeddersheim? Also in erster Linie war klar, Waldhof war er ja Fan und TSG Pfeddersheim, da habe ich sehr gute Kontakte zu denen, wir haben aktuellen Teammanager Manuel Wöllner und habe ihn dann kontaktiert bezüglich einem Benefitspiel für den Junge und den Erlös dann für die ganze Familie und da haben sie also sofort zugestimmt, ja. Das freut natürlich alle, dass das heute hier stattfinden kann, aber die Idee des Ganzen, sage ich mal, ist die eine Sache, das Ganze dann aber wirklich in die Planung umzusetzen und wirklich stattfinden lassen, ist nochmal eine andere Sache und wortwörtlich gesagt braucht es halt auch beide Mannschaften, die dann wirklich mitspielen. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen mit in die Planung des Ganzen nehmen. Also zuerst einmal habe ich dem Waldhof Mannheim, insbesondere dem Teammanager Yannick Heck, eine besonders lange E-Mail über den ganzen Verlauf geschrieben. Dann hat er sich relativ schnell zurückgemeldet und hat mir gesagt, sobald diese Länderspielpause wäre, könnte man das eventuell darstellen, wenn kein Landespokal dazwischen kommt. Ja. Das war dann der Vorverlauf. Dann habe ich schon mit Pfeddersheim geschrieben, die haben relativ schnell zugesagt. Dann gab es dann einen Abstimmungstermin hier vor Ort, wo man den Rasen begutachtet mit den beiden Vereinen, mit den Vorständen, hat es dann abgenickt und abgestimmt. Ja. Und dann kam das hier zu dem Datum, dass ab 12.09. das Spiel hier stattfindet, ja, zum Erlös, also für den Erlös für die Familie, der hier erzielt wird über die Eintrittskarte. Genau, und hier hinten, vielleicht kann mein Kameramann das einmal ganz kurz zeigen, sind schon einige Leute auch auf der Tribüne. Da hinten fühlt sich's auch schon so langsam. Wie stolz macht es Sie denn auch heute zu sehen, dass so viele Leute kommen, um Cedric vielleicht auch nochmal so ein bisschen die letzte Ehre zu erweisen und natürlich die Familie zu unterstützen? Also mich berührt es gerade hier ganz arg, muss ich ganz klar sagen, ja, dass wirklich so viele Leute, wie es jetzt hier sind, da kommen tatsächlich, ne, und nochmal da teilnehmen an dem Abschiedsspiel für den Cedric. Ja, das berührt mich sehr auf alle Fälle und freut mich insbesondere ganz arg für die Familie. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Ernst, und wir wünschen ein erfolgreiches Benefizspiel. Danke, vielen Dank. Ja, danke.